Hi Leute, willkommen hier bei Green Jaws. Ich bin der Matze und heute gibt es mal wieder einen Fernsehbeitrag. Allerdings nicht von Kaffee oder Tee, sondern aus einer Quiz-Sendung. Die Sendung heißt Sag die Wahrheit. Vielleicht kennt sie ja der ein oder andere von euch. Und da gibt es immer ein kleines Rateteam. Da ist unter anderem zum Beispiel auch Smudo dabei von den Fantastischen Vier. Den kennt man auf jeden Fall. Und dann gibt es eben drei Kandidaten. Zwei davon, die lügen und einer sagt die Wahrheit. Ich war in diesem Fall der Wahrheitssagende. Kann ich ja verraten, weil ihr hättet es eh erraten oder sofort gewusst. Und es ging natürlich um das Thema fleischfressende Pflanzen, ganz klar. Und es gab jetzt vor der Sendung, also die Sendung wurde jetzt am 12. Oktober ausgestrahlt, aufgezeichnet wurde aber schon, ich weiß gar nicht mehr, im Mai oder ich glaube Juni, Anfang Juni irgendwann schon. Und an dem Tag wurden zwei Sendungen aufgezeichnet. Die eine Sendung, die kam aber schon eine Woche vorher und da ist dem einen Kandidaten nämlich ein ganz großes Missgeschick passiert. Und zwar hat sich einer aus dem Rateteam bei ihm nämlich bedankt, hat gesagt, ja danke, dass ihr so tolle Arbeit macht. Und er hat dann so zustimmend genickt und hat sich dadurch eben zu erkennen gegeben. Und dann wusste natürlich jeder, ah, das ist der Wahrheitssagende. Und diesen Fehler wollte ich auf keinen Fall machen. Und ihr kennt mich, wenn ich über Karnivoren erzähle, da leuchten immer die Augen. Ich strahle immer, ich spreche einfach gerne über das Thema und bin da sehr emotionsgeladen, sage ich mal. Ne? Also jetzt im positiven Sinne. Und ich musste mich also eh schon ein bisschen runterbremsen, zurückhalten, dass ich da nicht zu euphorisch bin, sonst ist ja gleich klar, wer der Wahrheitssagende ist. Und jetzt ist dem Kandidaten vor mir eben dieses Missgeschick passiert und habe ich gedacht, um Gottes Willen, das muss ich auf jeden Fall vermeiden. Und war dann, ich möchte nicht sagen angespannt, aber ich musste schon mich so ein bisschen verstellen und zurückhalten, weswegen es vielleicht an manchen Stellen ein bisschen ernst wirkt. Aber es kommt vielleicht gar nicht so ernst rüber, wie ich es mir vielleicht dachte oder hätte ich es jetzt vielleicht nicht gesagt, wäre es euch vielleicht gar nicht aufgefallen. Deswegen wundert euch nicht, wenn es an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen ernst ist. Aber trotzdem auf jeden Fall eine richtig lustige Sendung, hat riesen Spaß gemacht und war eben mal was ganz anderes als immer nur irgendwas erklären und Tipps geben, sondern wirklich mal so eine richtige Quizshow, Rateshow. Auf jeden Fall eine richtig coole Sendung. Ich kenne sie auch schon sehr lange, habe sie früher auch öfters mal geguckt und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß damit beim Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Euer Matze. Achso, halt, eins habe ich noch vergessen, weil es gab, bevor die Sendung stattfand, also wo die Kandidatenauswahl war, noch so ein kleines, ja, so ein kleines Casting, sage ich jetzt mal. Das war richtig witzig, da war der Tom damals zu Besuch bei mir und hat mich hier gecastet und es war mega lustig und ich hätte diese Filmaufnahmen so gerne gehabt, dass ich die euch auch zeigen kann. Habe ich auch extra beim SWR angefragt, aber geben sie leider nicht raus. Aber jetzt habe ich mir überlegt, ich frage mal den Tom, ob er Lust hat, nochmal hierher zu kommen, dass wir dieses Casting quasi nochmal nachspielen. Das wäre auf jeden Fall ein richtig lustiger Beitrag. Wenn ihr das sehen wollt, dann schreibt einfach mal unten in die Kommentare rein, Hashtag Casting. Und wenn da genügend zusammenkommen, dann motiviere ich den Tom mal ein bisschen, dass er nochmal hierher kommt und dass wir dieses Casting einfach so ein bisschen nachstellen, weil es war einfach mega lustig und richtiger Lacher. Deswegen unten in die Kommentare, Hashtag Casting, falls ihr das sehen wollt. Und jetzt aber ganz viel Spaß mit dem Video. Nummer 1. Wer sind Sie? Ich bin Matze und züchte fleischfressende Pflanzen. Nummer 2. Wer sind Sie? Ich bin Matze und züchte fleischfressende Pflanzen. Nummer 3. Wer sind Sie? Ich bin Matze und züchte fleischfressende Pflanzen. Nur einer der drei Herren widmet sich der Vermehrung von Karnivoren. Und für ihn heißt es jetzt, sag die Wahrheit! Und das ist das Rateteam. Kim Fischer. Pierre M. Krause. Ursula Cantieni. Und Smudo. Das ist traditionell eine der bestbesuchten Abteilungen in den botanischen Gärten, die mit den fleischfressenden Pflanzen. Die sind faszinierend und ein bisschen verängstigend zugleich, weil man sie immer fragt, was passiert, wenn ich da den Finger reinstecke. Ne? Wir stecken jetzt mal die Nase rein in das Thema. Hier sind die Informationen, den Züchter der fleischfressenden Pflanze. Mein Name ist Matze und ich züchte fleischfressende Pflanzen. Meine Begeisterung für diese insektenverdauenden Gewächse habe ich schon als Kind im Gewächshaus meiner Oma ausgelebt. Heute habe ich meine eigene Gärtnerei mit ungefähr 1000 verschiedenen Pflanzen im Angebot. Fleischfressende Pflanzen unterscheiden sich vor allem im Fangmechanismus.
Nicht alle arbeiten mit der Klapptechnik, wie die Venusfliegenfalle. Manche nutzen auch tödliche Fallgruben, wobei die Insektenbeute für die Pflanzen Futter und Dünger zugleich sind. Weiß Matze, der sich mit fleischfressenden Pflanzen am besten auskennt. Ja, wir werden natürlich später auch welche sehen, hier bei uns im Studio. Und Smudo, du fängst diese Runde mal an, bitte. Ja, Nummer drei. Ich habe gehört, dass manche Pflanzen, die gar nicht sozusagen einnehmen, sondern die Insekten töten, dann fallen die hin und vergehen dann auf dem Boden. Und das führt dann zu Nährstoffen. Ist das so? Ja, das ist richtig. Nummer zwei, aber es gibt auch andere, ne? Die tatsächlich wirklich andere, die halt auch fangen und dann verdauen. Und Nummer eins, gibt es da eine Bezeichnung dafür, für die eine Pflanzengattung und die andere fleischfressende Pflanzengattung? Nur, es gibt Schlauchpflanzen und es gibt Klappfallenpflanzen. Ah, klar. Nummer zwei, was kostet eine Venusfliegenfalle im Baumarkt? Im Baumarkt weiß ich nicht, ich verkaufe es eher selber. Nummer drei, was ist denn Ihr tollstes Stück in Ihrer Sammlung? Die Venusklappe. Nummer drei, was ist denn die Venusklappe? Mhm. Halt mal deine Venusklappe. Mhm. Ursula, du denkst noch nach, aber du kannst. Ja, ja. Nummer zwei, ich muss mir vorstellen, Sie haben ein Riesengewächshaus. Mhm, ja. Genau. Und wenn Sie jetzt füttern, lassen Sie dann einen Schwarm Insekten los oder wie geht es? Also die Pflanzen, die fangen ja die Insekten alle selber, da wird nicht gefüttert. Das sind nein, immer, ja, natürlich fangen Sie sie, aber die Insekten müssen ja in das Gewächshaus kommen. Genau, wenn die Fenster aufgehen, wenn es heiß wird, dann gehen die Fenster auf im Gewächshaus und dann kommen auch und die Insekten. Und die kommen von draußen, die müssen Sie nicht kaufen? Nee. Das könnte man ja gar nicht, so viele Pflanzen wie das sind. Und Nummer eins, das Gewächshaus, das steht auf dem freien Feld, oder? Ja, das ist entscheidend, nur dass es drin eine gewisse Temperatur hat. Das ist eigentlich egal, wo es steht. Und was sind das für Insekten, die dann gefressen werden? Ja, das ist von den kleinen Stubenfliegen, ja, oder sogar Fruchtfliegen, die gehen da auch rein. Ja. Nummer zwei, wenn so eine Pflanze, so eine Fliege fängt, verdaut die dann? Also die Pflanzen verdauen die Insekten, das, was übrig bleibt, ist aber der Chitinpanzer, also quasi das Und Nummer eins, und die spuckt die dann aus? Nein, die bleibt drin. Wie viele Fliegen, Nummer eins, fängt denn so eine Pflanze gewöhnlich am Tag? Am Tag? Ja. Ja, die verdaut ja eine Fliege ungefähr 2-3 Tage, also wird sie nicht mehr als eine in 3 Tagen ungefähr. Okay, das ist gut, auch keine Kohlenhydrate. Ja. Wollen wir ja nicht. Kandidat Nummer drei, kann man das denn sehen, wie sie frisst? Ja, das ist faszinierend. Also die klappt einfach mal, wenn da ein Tier reinkommt. Und das war die Motivation. Also verschließt sich. Genau. Kandidat Nummer zwei, kann ich mir denn so eine Pflanze ins Wohnzimmer stellen? Ja, sicher. Braucht wenn halt mein Hund da vorbeiläuft? Ist richtig, wenn wer vorbeiläuft? Wenn mein Hund da vorbeiläuft? Also klein machen muss man ihn halt selber dann. Sehr gut. Kandidat Nummer eins, also das heißt, Sie sind gelernter Gärtner auch? Nee, eigentlich bin ich gelernter Versicherungskaufmann. Das ist eher so über die Zweitschiene gekommen. Warte mal, ich hatte aber mir... Oh Mann, mit ohne Brille geht das nicht. Mist! Mist. Ach du, ich sag noch mal, was die gesagt haben. Dann kannst du dich noch mal entscheiden. Nummer eins, unser Versicherungskaufmann, der sagt, es gibt halt Schlauch- und Klappfallenpflanzen. Es ist eine gewisse Temperatur nötig, damit die überhaupt überleben und funktionieren und kommen mit einer Fruchtfliege pro 2-3 Tagen schon aus. Das ist sehr sparsam. Eine Diätpflanze sozusagen. Nummer zwei sagt, diese Venusfliegenfallen, die sind sehr in grad, die kriegt man sogar im Baumarkt. Er füttert nicht selbst, sondern lässt die Pflanzen selber fangen, denn Fliegen sind genug in der Luft bei großer Hitze. Und wenn es mal eine Libelle ist, dann bleibt der Chitinpanzer über, wird also nicht verdaut. Oder Nummer drei, der sagt, es gibt halt auch diese indirekten Fresser, die das Opfer sozusagen vor der Pflanze auf den Boden fallen lassen. Er ist fasziniert vom Verschlussmechanismus der Venusfliegenfalle und hat mehr als 1000 Pflanzen im Angebot. Ja, Smudo, du darfst als Erster entscheiden. Ich habe ja in der 3 die ganze Zeit den nerdigen Pflanzentypen gesehen. Ich weiß. Und dann habe ich mich, so ein Trip, dann habe ich mir überlegt, wie kommt ein Versicherungskaufmann darauf, hat er wahrscheinlich mal so einen verrückten Fall gehabt. Warum ist das Wohnzimmer abgebrannt? Ja, also ich bin gestolpert, ich habe die Fliegenfalle hier, ich wollte die füttern mit Dings und dann bin ich über die Kerze gekommen. Ich setze auf die Fidele, der kennt sich mit Proteinen aus, die zwei. Ja. Und das muss man, weil fleischfressende Pflanzen nehmen ja ihr Protein auch zu sich. Die goldene Mitte, Ursel. Ja. Ich fand also, dass Nummer eins sehr präzise auch geantwortet hat und alle 3 Tage eine Fliege. Das klingt doch plausibel. Ne? Also ich nehme jetzt die 1.
Und Pierre? Ich war auch bei dem Protein tatsächlich. Ich habe mir auch die ganze Zeit so gesehen, dass Nummer zwei kommt vom Workout und muss dann sein proteinhaltiges, rohes Fleisch ja, essen. Und offensichtlich man so ein Stück. Muss man ja gar nicht viel tun. Man muss ja die Fenster aufmachen. Man macht nur die Fenster auf, dann kommen die Fliegen rein. Dann kann genau, man auch das ist passiert. Also das ist ein total in sich logischer Kreislauf. Man hat auch nicht so viel Zeit, sich mit so Sachen zu beschäftigen, weil er muss zum Workout. Das ist Nummer zwei, klar. Also du wirfst so und dann ein geht Stück, die Pflanze hoch. Und top. Genau. Ja. Und was runterfällt, verwest, da entstehen Fliegen und die werden auch gegessen. Brillant. Absolut brillant. Achso, du meinst, ein geschlossener Kreislauf. Ja, seine so, Abfälle. Ja, Proteinpulver. Mhm. Nein, 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 Kandidat 3. Sie sieht hier keiner. Ich sehe sie schon sich mit ihren fleischfressenden Pflanzen auf Lateinisch unterhalten. Das kann auch wirklich gut sein. Sehr schön. Also, jeder hat mal eine Stimme abbekommen, aber nur einer ist der Züchter der fleischfressenden Pflanze. Hier ist er. Wie würde der Pierre jetzt sagen, ist halt so ein Ding für echte Kerle. Ne? Absolut. Ja, absolut. Wir verstehen das. Klar. Fleisch und Proteine. Kandidat 1, wer sind Sie bitte? Ja, ich bin Guntram Raké, angestellter Jurist aus Hasloch und ich esse gerne Fleisch. Das ist das Einzige, was mich ihm leider verbindet. Nicht, dass er Sie einschaut. Willkommen in der Runde. Und Kandidat Nummer 3? Mein Name ist Sachin Kumar, komme aus Köln und ich bin Unternehmensberater und berate Automatisierung und Produktentwicklung. Willkommen auch an Sie. Und Matthias Matze-Meyer hat uns hier eine kleine Auswahl mitgebracht. Genau. Wunderbar. Was ist denn sowas Großes da, die Kelche? Also das sind jetzt die Schlauchpflanzen. Die kommen ursprünglich aus Nordamerika. Das sind sogenannte Grubenfallen. Ich kann es gerne mal hier ein bisschen demonstrieren. Also wir haben hier oben den Deckel. Da sieht man auch, da ist schon ganz viel Nektar oben drauf. Alles, was hier so glitzert. Und die Duft- und Nektarspur, die führt vom Deckel hier ins Schlauchinnere hinein. Und hier ist dann so ein ganz glatter, rutschiger Rand, der ist mit einer Wachsschicht überzogen und da finden die Insekten keinen Halt mehr und rutschen einfach runter. Oh. Ist quasi, ja perfide. Genau, ist quasi wie so die Rutsche auf dem Kinderspielplatz, ja, wo man runterrutschen kann, aber nicht mehr hochlaufen. Wir haben Sie gerade gesagt, Nordamerika, wo sind die denn verbreitet? Man denkt immer tropische Gebiete, ne? Ja, es gibt auch tropische, aber die Heimat von fast allen fleischfressenden Pflanzen sind Moore und Sümpfe, wo man sauren Boden haben, wo es immer sehr feucht ist, viel Sonnenstrahlung eintritt. Also das sind alles sehr sonnenhungrige Pflanzen und das braucht man auch einfach in der Kultur. Viel Sonne, viel Wasser und nur mit Regenwasser. Gibt es also auch in Deutschland welche in freier Wildbahn? Wir haben auch 12 einheimische Arten hier in Deutschland. Aha, okay. Haben Sie die hier auch irgendwo? Die haben wir jetzt nicht dabei. Es gibt so etwas Ähnliches, so einen Sonnentau hier. Ja. In Deutschland haben wir auch einheimische Sonnentau, die sind aber wesentlich kleiner. Das sind jetzt welche aus Nordamerika auch, der hier zum Beispiel. Die der funktionieren aus Australien. Dann mit Haft? Genau, das sind sogenannte Klebefallen. Man sieht es ja auch ganz gut. Das sind so ganz viele Klebetröpfchen drauf und die fangen dann eben auch dadurch die Insekten. Die werden angelockt über das Glitzernde. Drin, und sobald sie das Blatt berühren, bleiben sie einfach kleben. Ja, bis zu welcher drin. Größe können denn da Tiere Pech haben? Also gibt es das auch, dass Pflanzen mal Nagetiere? Gibt es unter anderem auch, gerade bei den Kannenpflanzen. Also das hier ist jetzt ein sehr kleines Exemplar. Aber es gibt schon auch welche, die machen dann so bis 50 cm große Kannen. Da kann natürlich auch mal eine Maus reinfallen oder so. Die bekannteste ist natürlich die Venusfliegenfalle. Da sehen wir dann innen drin drei kleine Härchen auf jeder Fallenseite. Und die Pflanze, die braucht jetzt quasi zwei Berührungen von diesen Härchen innerhalb von 30 Sekunden. Jetzt lange ich rein, jetzt passiert noch gar nichts bei der ersten Berührung. Ja. Und jetzt mache ich es nochmal und dann schließe ich die Falle. Toll. Ja, und dann ist vorbei. Und, dann ist die Fliege auch relativ schnell tot. Dann kommen diese Verdauungssäfte. Genau, oder? Die Pflanze gibt anschließend Verdauungsenzyme ab. Und es dauert so je nach Größe des Insektes so 10-12 Tage. Man sieht es jetzt hier jetzt bei dieser Libelle. Das war jetzt was Größeres. Übrig bleibt halt nur noch der Chitinpanzer, also so das Skelett, die Außenhülle von dem Insekt. Mhm. Jede Fliege oder jedes Insekt ist quasi wie Dünger und bringt einfach so einen Wachstumsschub. Ja. Und die Pflanze wächst einfach schneller, wird größer und sieht schöner aus. Irgendwie auch unheimlich, dass die immer größer wird. Und also, faszinierende Einsichten von dem Mann mit Leidenschaft für fleischfressende Pflanzen. Matthias Meyer, danke schön. Hi.